Straße hell war. Denn alle Sommerjahre wieder kommt irgendein bayerischer oder baden-württembergischer Ministerpräsident und schlägt sie vor. Man wundert sich, eine einstmals grüne Idee wird ausgerechnet von Schwarzen vorgetragen, dann werden sie unterstützt im Wesentlichen von der Straßenbaulobby. Man schreibt sich an den Kopf, warum? Der Hintergrund ist, dass inzwischen eminente Finanzierungsprobleme im Bereich des Straßenbaus da sind und auch die, die mehr Straßen haben wollen, das sehen. Und da kommt sozusagen die Maut gerade zu gut daher. Nach dem Motto, wir wollen, dass Straßenbaumittel zukünftig nicht mehr in Haushalten gemindert werden oder politisch entschieden werden, sondern wir wollen, dass sie kontinuierlich fließen. Deswegen brauchen wir eine unabhängige Finanzierung, eine PKW-Maut. Meistens ziehen sie dann diesen Vorschlag zurück, weil es sofort der Protest kommt, der Autofahrer kann sich noch mehr belasten. Grüne und Ökologen zum Teil sagen, aber wir wollen das ja ersetzen, wir wollen alles andere weglassen, wir wollen jetzt alles mit der PKW-Maut retten. Und hier ist ein Vorschlag gemacht, wo nicht alles gleich kommt, sondern modellhaft geprüft wird, aber das Konzept, was dahinter steckt, ist so angelegt. Wir haben erheblich Zweifel auf Bundesebene, dass das funktioniert. Denn was uns in der Politik, in der Verkehrspolitik nicht fehlt, das sind die Instrumente. Sondern wir haben jede Menge Instrumente zum Steuern. Was uns fehlt, ist der Mut, die Durchsetzungskraft, die vorhandenen Instrumente zu nutzen. Beispiel LKW-Bau. Sehr nützlich. Im Moment nur großen LKWs ab 12 und auswärts nur auf Autobahnen. Was wir brauchen, ist die LKW-Maut auf allen autobahnähnlichen Straßen, und zwar alle, für alle LKWs, auch für die Kleinlaster. Das ist eine Lenkungsfirma, das brauchen wir, das steht auf unserem Wir haben bereits durchgesetzt, die Mineralölsteuer, die gab es schon immer, auch die Ökosteuer, die Mehrwertsteuer sind drei Instrumente, um zu steuern. Wir haben außerdem noch die Kfz-Steuer, die einen ökologischen Anteil hat, der auch nicht richtig genutzt ist. Ja? Es könnte eine Steuer sein, die klimafreundliche Autos klar bevorzugt und klimaschädliche Fahrzeuge schwer belastet, also höher gesteuert. Auch das ist nicht geschehen, könnte man auch mit diesem Instrument machen. Genau dieses Instrument soll aber durch die PKW-Maut abgeschafft werden, weil wir ja nicht alles doppelt machen will. Das sage ich. Lass uns doch bitte schön diese Verhandlungsinstrumente endlich mutig und ökonomisch nutzen, anstatt ein neues System einzuführen, was zu einer kompletten Umfinanzierung führen würde, auch zu einer Entrechtung des Parlaments, weil die Maut dann anders vergeben und verwendet wird. Und lass uns doch eine Maut zusätzlich einführen, die auch unumstritten ist, nämlich die City-Maut. Konzentration auf Ballungsräume, dort kann die City-Maut einen tatsächlichen Lenkungseffekt erzielen und nur da macht Sinn. Wir wollen sie uns auch nicht einführen von oben, sondern wir wollen nur die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, dass in Städten mit Ballungsräumen, wo es Bedarf besteht und wo es eine Mehrheit gibt, zu machen, dass dort die Voraussetzung da ist, das zu machen. Also, alles zusammengenommen, glaube ich, wir haben gute Steuerungsinstrumente. Wir sollten uns nicht auf ein Modell einlassen, was ziemlich schräge Implikationen hat. Und wir sollten schon gar nicht in die blöde Situation kommen, dass wir uns brauchen, wir wollen noch die PKW-Maut und wo dann jeder sagt, wir wollen das eigentlich machen. Wenn Sie das im Ballungsraum Stuttgart ausprobieren und gleichzeitig Kfz-Steuerbefreiung machen, wie machen Sie das dann eigentlich, wenn Sie nach Stuttgart reinfahren? Müssen Sie das abgeben und kriegen Sie beim Rausfahren wieder zurück oder umgekehrt? Jedenfalls, es ist auch technisch ganz einfach, dieses Modell. Und so. Ich hoffe, ihr lehnt diesen Vorschlag ab und nehmt die Variante ein, die ich mir vorgetragen habe. Dankeschön.